Jule Polanski und Fabian Schulz wollen gerade zur Streifenfahrt aufbrechen. Doch dazu kommt es nicht. Was ist denn mit dem Auto los? Ja, Jule, warte mal. Hier. Bauer ist mein Name. Hallo. Ich komme wegen meinem Hallo. Auto. Bauer. Hallo. Polanski. Das habe ich eben nach der Schule. Ich bin Lehrerin bei mir auf dem Lehrerparkplatz so vorgefunden. Und ja, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber ich würde ganz gerne natürlich Anzeige erstatten. Auf jeden Fall, das würde ich Ihnen auch raten, ja. Sie sind jetzt so hergefahren? Ja. Hätte ja sonst was passieren können. Normalerweise hätten sie es stehen lassen sollen und uns anrufen. Wir wären noch mal, ich würde mir das auch noch mal kurz genauer anschauen. Das okay, ja, also es ist um die Ecke gewesen. Ich dachte, es wäre das Beste, wenn ich direkt vorbeikomme. Ja. Ja, das sieht ja schon martialisch aus hier. Also. Für die Polizisten sieht es außerdem so aus, als wenn jemand die Windschutzscheibe der Lehrerin mutwillig zerstört hat. Die Beamtin inspiziert das Fahrzeug deshalb nach Hinweisen. Ich habe tatsächlich noch was entdeckt. Sie sind ja in der Schule tätig, haben Sie gesagt. Ja, genau. Ich bin Deutschlehrerin. Also, ich habe eine CD gefunden mit einem jungen Mann drauf. Und die Geste der Hand ist ja natürlich auch nicht gerade besonders freundlich. Ist das vielleicht ein Schüler von Ihnen? Ja, das ist ein Schüler von mir. Der ist bei mir im Unterricht. Darf ich mal sehen? Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Echt? Ja, ich meine, ich hatte letztens mit dem zu tun. Hast du den denn auch schon mal gesehen? Ihr hattet letztes Mal hier so eine Jugendbande. Pass mal auf. Stimmt. Also, das ist der Max. Ich gebe ihn schon mal, genau. Ich schaue noch mal kurz. Ich habe hier irgendwo noch eine Akte liegen. Ja. Der ist minderjährig, ne, noch. Ja, der ist bei mir in der 11. Klasse. Der müsste 16 sowas sein, ja. Dann machen wir mal Folgendes. Ich gehe mal kurz gucken. Ich habe noch irgendwo eine Akte liegen. Ja. Bin mir ziemlich sicher, dass es der Herr ist. Ich werde es aber noch mal vergleichen. Und dann rufe ich den mal an. Ja. Ob er mal dann nehme ich deinen Stuhl einfach Elternteil, einfach genau. Ob er mit dem Elternteil einfach vorbeikommen kann, ja, ne? Ja. Bis gleich. Haben Sie denn mit dem Max irgendwie spezielle Probleme? Dass also, jetzt nichts, nicht, dass ich wüsste. Also ich habe eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zu all meinen Schülern und bin eigentlich auch allen Schülern gegenüber neutral. Ich kann natürlich nicht immer nur gute Noten vergeben. Das ist ja klar, aber weil es halt so aussieht, als ob er irgendwie, also wenn das jetzt wirklich an Sie gerichtet ist, diese CD, sieht das schon ein bisschen, natürlich nicht so freundlich aus, der Mittelfinger. Also, das Gesicht ist eher böse verzogen. Ich habe keine Ahnung. Und Sie haben die auch vorher noch nie gesehen? Also die war heute früh noch nicht in Ihrem Auto? Nein, nein, nein. Also die sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal und... Okay. Ich habe tatsächlich jemanden erreicht. Ja. Der wird mit einer Erziehungsberechtigten gleich auf die Ware kommen. Okay, gut, alles klar. Wollen wir einfach mal in der Zwischenzeit einfach mal die CD anhören? Ja, wir hören uns die mal einmal an. Würden Sie kurz hier warten? Aber sicher. Der verdächtige Schüler hat sich vor kurzem wegen Graffiti-Schmierereien strafbar gemacht und ist den Beamten bekannt. Schon der erste Song auf seiner CD zeigt, wie er tickt. Meine Nerv trifft sie nicht. Nee, meinen auch nicht, aber ich sag mal so, die Message von ihm zu seiner Lehrerin ist eigentlich schon ein bisschen klar, oder? Also, ja, es passt zum Bild. Ja. Also, wir haben uns das mal kurz angehört. Da ist Hip-Hop drauf, was die Jugend ja heutzutage sehr gerne hört, aber was uns halt aufgefallen ist, direkt sehr frauenverachtende Texte. Mhm. Also die haben wirklich nicht irgendwie ein Problem mit dem Schüler oder mit vielleicht noch mit irgendwelchen anderen Schülern oder auch vielleicht sogar mit Elternteilen oder sowas. Speziell also, sie als Frau auch angreifen, dass sie halt Lehrerin sind. Also haben sie da vielleicht Probleme? Ich weiß es nicht. Also das Einzige, was jetzt halt ist, er hat jetzt in letzter Zeit nicht so gute Noten geschrieben. Und nur bei Ihnen speziell vielleicht im Fach oder auch bei anderen Lehrern? Da kann ich Ihnen ehrlich gesagt jetzt nicht so viel zu sagen. Ich meine, es ist Deutschunterricht. Es kann ja sein, dass ihm der Themenbereich gerade nicht zusagt. Na, man muss da ja auch Dinge interpretieren oder analysieren. Und das ist jetzt vielleicht einfach nicht so sein Gebiet. Und also ich meine jetzt vielleicht, wo Sie es sagen, ja, das hat ihn wahrscheinlich geärgert, weil er halt eben sonst ein guter Schüler im Unterricht gewesen ist. Aber Probleme? Nee, habe ich jetzt nicht mit ihm. Nee. Okay. Ganz aufrichtig ist die Lehrerin allerdings nicht. In Köln-Deutz hingegen spricht eine junge Frau Tacheles. Und das ziemlich laut, wie Paul Richter und Holger Detlefsen auf ihrer Fußstreife mitbekommen. Nee, das ist eben nicht dein Handy. Also, ich meine, wie kannst du mir das da erlauben, jetzt Guten einfach Tag. Mal so mein Handy zu nehmen? Mein Gott, ey. Moin. Guten Tag. Polizei.
Mal, ja. Die ist ja total verrückt. Nee, die nimmt da einfach mein Handy. Was passiert? Und ich gehe hier gerade vom Training raus. Ich habe meinem Partner gerade geschrieben, dass ich nach Hause komme. Ja, da genau. Da rennt die wie eine Furie hinter mir. So, ganz ruhig, ich stehe hinter Ihnen, ihr Schrecken. Also, die ist erstmal raus. Ist das Ihr Handy? Ja, gut. Das ist jetzt gerade nicht mein Handy, nee. Sie haben aber nicht viel an. Sollen wir das drinnen klären, weil sonst friert sie sich also, hier. Ja, aber mein Handy ist weg. Kann ich das machen? Wo ist es dann, wenn das jetzt nicht deins ist? Also Sie dachten, das wäre Ihr Handy, ist es aber nicht. Nee, es ist nicht mein Handy, aber ich suche mein Handy, weil ich muss jetzt ein Video posten. Das ist hier voll Katastrophe hier. Wieso müssen wir ein Video posten? Also, wir gehen mal rein. Mal bitte, ja. Braucht das gehen wir einmal aus der Kälte raus. Oh Gott, ey. Ich brauche jetzt dieses Handy. Also Ich muss jetzt was posten. Wieso machen Sie so einen riesen Aufriss? Was posten Sie? Was tun Sie? Also, ich weiß nicht, ob Sie das schon gemerkt haben, aber ich bin Influencerin und ich habe eine Community. Und ich muss Sie kam mir auch bekannt vor gerade. Ich konnte es nicht zuordnen, aber okay. Ja, das ist schon möglich. Wie gesagt, ich muss jetzt das Video posten. Ich muss für meine Community da sein und ich brauche das Handy jetzt. Und es ist einfach weg. Okay, und jetzt sind Sie davon ausgegangen, dass die junge Dame Ihr Handy hatte. Hat sie aber nicht. Ja, jetzt sehe ich gerade, dass es nicht mein Handy ist, weil ich habe nämlich... Ja, ich verstehe das Ganze auch nicht. Ich bin hier oben wie jeden Tag beim Training. Die haben da ihren komischen Yogakurs, was auch immer. Ich will nach Hause, schreibe meinem Partner, dass ich gleich komme, damit wir dann auch direkt los einkaufen können. Da rennt die wie eine Furie hinter mir her, zieht an mir rum, nimmt mir das Handy ab. Es okay. Tut mir jetzt auch leid im Nachhinein, aber können wir das bitte jetzt schnell... ich brauche mein Handy. Das ist dann Ihr Handy, ja? Also, das ist mein Handy. Dann nehmen Sie das mal wieder zurück. Leid. Und Sie, von ihr brauchen wir jetzt nicht mehr ausgehen. Nee, das ist nicht mein Handy. Nee, das ist auf jeden Fall nicht mein Handy. Okay, sie hat gedacht, das wäre ihr Handy. Ja. Das ist nicht mein Handy. Kann man beim nächsten Mal aber auch ruhig fragen und nicht direkt Furie. Ja. Sehe ich auch so. Ja, gut. Tut mir dann auch leid, aber Was machen Sie denn hier oben? Also kommen Sie von oben oder kommen Sie von hier? Nee, wir kommen von oben. Beide? Ja. Okay. Wir haben halt gerade einen Yogakurs und ich... Und Ihr Handy? Wo ist das als letztes gewesen? Das muss da bestimmt die Leiterin, die Yoga-Lehrerin, die hat uns die Handys einkassiert und ich wollte das gerade aber hochgehen und posten und das... Von meiner Seite aus, ne? Habe ich Sie da rausrennen sehen und... Okay. Dann noch einen schönen Tag. Sie war es ja nicht, wir gehen mal hoch, vielleicht finden wir Handy. Dann zeigen Sie uns mal die Örtlichkeiten, vielleicht sind wir einmal hier. Ey, das ist eine Vollkatastrophe. Die Kommissare wollen die Yoga-Lehrerin und die anderen Kursteilnehmer im Deutzer Fitnessstudio fragen, ob sie das Handy der Influencerin gesehen haben. Doch die Beamten kommen kaum zu Wort. Was ist hier jetzt? Die junge Dame... Mein Handy ist weg. Und ihr wisst schon, dass es wichtig für meine Karriere ist. Wie soll ich denn das... Wie soll ich denn meiner Community jetzt zeigen, was ich mache? Also, die junge Dame vermisst ihr Mobiltelefon und gab an, dass wo die Handys hier irgendwie alle... oben abgegeben werden oder irgendwo hingelegt werden. Ja, wir wollen hier halt Ruhe haben, wenn wir meditieren können. Kann ich verstehen. Deswegen hast du wahrscheinlich mein Handy auch genommen. Okay, Sie brauchen jetzt nicht jeden anschuldigen. Sie hat ja die Handys einkassiert. Okay. Also ich möchte hier Ruhe haben, Entspannung, das ist Yoga. Okay. Deswegen haben wir jetzt die Vereinbarung, dass wir die Handys vom Kurs einfach immer wegschließen, okay. Damit auch keiner einfach da dran geht. Ja, ja, super geklappt. Mein Handy ist ja jetzt nicht mehr da. Okay, die junge Dame... Und es ist... Darf ich kurz zwischengrätschen? Ich weiß, es ist anstrengend. Die junge Dame sagt wohl, dass sie dieses Handy dringend braucht, weil sie da ihren Lebensunterhalt mit bestreitet. Ja, ja. Kann sie nach der Stunde auch sofort wieder haben? Das können Sie einmal sein. Vielleicht den... Ich weiß nicht genau, welches jetzt deins war. Vielleicht gehen Sie auch mal dazu, dass Sie... Hier liegen auf jeden Fall auf irgendwelchen Scherben. Oh mein Gott! Mein Handy ist weg und da sind immer noch Splitter. Das ist ja die Vollkatastrophe. Also Iris ist nicht da drin. Nein, offensichtlich nicht. Und es ist auch noch kaputt. Wer soll mir diesen Schaden denn ersetzen? Wie soll das jetzt funktionieren? Oh Gott, ey, also ich kann's. Warum? Wer hat denn noch einen Schlüssel für diesen... Ein Schlüssel, also zwei sind hier und die liegen immer hier gleich bei mir an der Tasche, dass da eigentlich keiner dran gehen kann. Beziehungsweise, dass jeder sieht, dass da auch keiner dran gehen könnte. Oder wenn einer dran geht, das sieht auch jeder. Also von daher eigentlich... Ja. Jetzt haben sie aber alle ja auch die Augen zu, beziehungsweise irgendwie Kopfhörer auf. Wenn da jetzt einer aufstünde
und in der Zeit einen Handy wollte, der könnte ja da rankommen. Theoretisch, also, wenn man böse Absichten hat, dann könnte man da das ist ja keine bombensichere Sache jetzt. Das ist ja nur so eine quasi erzieherische Maßnahme. Mhm. Ja, sehr schön. Wo haben die... Sieht man, ne, mit den Glassplittern da. Super, okay, okay. Darum, dass wir ein bisschen zur Ruhe kommen. Und das schaffen wir nicht, wenn du immer Videos machst, Leute fotografierst und... Das gehörte eben zu meinem Job dazu. Ja, ich verstehe, wo Sie hinmachen. Mein Job ist es, hier Ruhe reinzubringen. Da Paul, ich frage mal gerade. Also, ja. Haben Sie irgendwas trotz Ihrer Trance und Ihres Yogas was mitbekommen, dass irgendwer da zu dem Käfig gegangen ist? Kopfhörer und Augenmaske habe ich nichts mitbekommen. Genau, überhaupt nichts. Sie sagen es, wir waren in Trance. Ja, aber Sie liegen ja recht nah. Gar nichts. Nichts gehört, nichts gesehen. Nichts gehört, nichts gesehen. Gut. Nein. Wo kleiden sich die Herrschaften und wo haben die in ihre privaten Sachen liegen? Das wäre einfach, wenn wir durch die Tür gehen. Würden Sie es einmal führen, vielleicht, die junge Dame? Genau, gehen Sie auch mal mit. Vermutlich hat es jemand gezielt auf das Smartphone der Influencerin abgesehen. Auf der Wache Köln-Mühlheim dreht sich indessen alles um einen Schüler. Zum Entsetzen seiner Mutter steht er unter Verdacht, das Auto seiner Lehrerin demoliert zu haben. Was machst du denn so in deiner Freizeit? Ja, die Schlampe hat es doch nicht anders verdient. Wieso erstmal gar nicht seine Lehrerin und die gibt mir die ganze Zeit schlechte Noten. Erst war ich so gut, ein Überflieger, und auf einmal werde ich so schlecht. Das ist ja merkwürdig. Da muss man sich da irgendwie revanchieren. Das stimmt, aber... Max, also jetzt mal ganz ehrlich, also... Man bekommt seine Noten seinen Leistungen entsprechend. Und ja, Max war immer ein sehr guter Schüler, aber zurzeit bist du es halt nicht. Ich meine, vielleicht ist dieser Themenbereich für dich gerade einfach nichts. Und da kann man jetzt nicht so reagieren. Also meiner Ansicht nach und auch allen anderen Meinungen nach habe ich immer gute Leistungen gezeigt. Und dann da für sowas so schlecht bewertet zu werden, da muss man sich einfach revanchieren. Aber jetzt muss ich mal kurz dazwischen fragen. Bloß weil du jetzt ein paar schlechte Noten bekommen hast, hast du ihr so eine Botschaft geschickt? Ich habe mir die CD, wie gesagt, auch mal angehört. Also die Texte sind nicht sehr nett. Das Bild ist schon nicht sehr nett. Das alleine ist schon eine Beleidigung. Wie du jetzt hier auftrittst, beleidigst du auch wieder direkt. Das ist doch jetzt nicht wegen schlechter Noten, oder? Also das mit dem Auto, das warst du. Ja, klar war ich das. Wie bitte? So, ja, hat sie doch nicht anders verdient. Was machst du denn für Sachen? Wieso redest du nicht? Okay, wenn ich einmal ganz kurz auf Toilette gehe. Ja, na klar. Einfach hier vis-à-vis quasi. Genau. Ich bin sprachlos. Der Max Reuters hat relativ schnell hier seine Tat zugegeben und seinen großen Frust auch uns gegenüber gezeigt, den er hier auf seine Lehrerin hat. Dass das aber nicht nur an seinen schlechten Noten liegt, damit hätte ich nicht gerechnet. Ihre Mutter ist ja dabei. Es wäre auch nett, wenn Sie das Handy mal ausmachen würden, wenn wir mit Ihnen sprechen hier. Ja. Was haben Sie denn da? Ich glaub's nicht. Was denn? Ist was passiert? Schauen Sie bitte mal. Jetzt geht mein Licht auf, was hier läuft. Das ist natürlich... Also ich sehe jetzt gerade gar nicht mehr durch. Das ist doch die Lehrerin, oder? Ja, recht eindeutig ist das die Lehrerin. Ich habe Fotos, also pass auf. Ja, okay, jetzt wird das Ganze natürlich... Das wirft jetzt wieder ein bisschen anderes Licht auf die ganze Situation. Da ist meine Vermutung schon ein bisschen richtiger. Bloß wegen schlechter Noten macht man nicht so eine riesen Scheiße da draußen. Ja. So, dann jetzt... Okay, das scheint ja, als wären Sie da in der Liaison mit Ihrer Lehrerin gewesen. Was sagen Sie denn dazu? Was ist mit dem Verhältnis? Da wissen Sie, man kann das ja nicht einfach... Also, das war eine Affäre für mich. Ich wollte einfach mal was ausprobieren. Meine Ex-Freundin war immer so unreif. Und dann habe ich gedacht, probieren wir einfach mal was aus. Du, ich geh mal raus auf den Gang, nicht, dass genau. Wie lange läuft das denn schon? Das war nur eine kurze Aktion. Und eine kurze Aktion. Ich wollte niemandem was davon. Lehrerin. Ich wollte niemandem was davon sagen, weil das schadet ja auch wieder meinem Ruf in der Schule. Ja, das schadet in erster Linie ihrer Lehrerin, will ich mal behaupten. Ich meine, gut, also, was Sie jetzt getan haben, ist die eine Seite der Geschichte. Ja? Die andere Seite dieser Geschichte ist jetzt, dass wir natürlich... Ja, setzen Sie sich noch mal hin. Du bist 16 und... So. Also jetzt habe ich aber auch ein ganz anderes Bild von der Lehrerin. Okay, Sie brauchen jetzt gar nicht überrascht zu tun. Der Zufall wollte es und wir haben jetzt mitbekommen, was Sie gerade hier dem Herrn für eine Nachricht geschrieben haben. Was sagen Sie dazu? Also... Ich bin eigentlich sprachlos, wie Max sich mir gegenüber verhalten hat. Ich bin wirklich verliebt in ihn und also mich hat es einfach wahnsinnig verletzt, dass er mich einfach so abserviert hat. Ach, Frau Bauer, Sie sind schon bewusst, dass es Ihr Schüler ist. Sie haben einen Schutz,
Verhältnis also, ihm gegenüber, also eine aber es hat Beziehung. Ja auch nun auf Gegenseitigkeit beruht und also für mich glaubst war das... Du nicht, dass ich Ewigkeiten mit dir zusammengeblieben wäre? Also ich habe wirklich geglaubt, dass es ihm genauso geht wie mir und also ich habe immer Pech mit Männern gehabt und mit ihm, also es war wirklich also... Ja, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber er ist ja auch noch kein Mann. Wie alt bist du, Max? 16? Also du wusst mal ein Mann, aber bist es noch nicht und... Das müssen sie sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass sie erstmal keine Beziehung mit einem Mann hatten, sondern eine Beziehung mit einem Kind. Und mit einem Schüler, der ihnen unterstellt ist, ja. Sie sind Lehrer, ja. Sie sind Beamte. Ich weiß, dass das schwierig klingt, aber für mich ist Max meine große Liebe. Wenn man sich die ganze Sache hier aus der rechtlichen Perspektive anschaut, hätte die Beziehung niemals zustande kommen dürfen. Also die Frau Bauer hat hier eine Garantenstellung gegenüber ihren Schülern. Und das bedeutet einfach, das sind Schutzbefohlene für sie. Und sie kann dann keine sexuelle Affäre eingehen, auch keine Liebesaffäre, selbst wenn es gar nicht zum Sex gekommen wäre. Schon küssen, Händchen halten wäre einfach zu viel. Also sie hat eine Vorbildfunktion und sie hat auch vor allem eine Funktion dem Max gegenüber, dass sie ihn halt benotet, bewertet. Und wenn da irgendwelche Liebeleien auftauchen, selbst wenn er schon volljährig gewesen wäre, wäre das immer noch nicht rechtens, solange sie seine Lehrerin ist. Die Schulleitung wird informiert und der 16-jährige Schüler wegen Sachbeschädigung des Autos angezeigt. In dem Fitnessstudio in Köln-Deutz ist der Schuldige noch nicht gefasst. Die Polizisten suchen in den Umkleiden nach dem verschwundenen Smartphone eines Social-Media-Sternchens. Was machst du da an meiner Tasche? Okay. Bist du es? Ja. Darf ich dich mal kurz im Arm? Ja. Schönen guten Tag. Hi. Ich bin ein Riesenfan von dir. Jetzt sind Sie mal ein Fan von der Polizei. Ja. So, was machen Sie hier? Mein Kollege ist auch Influencer. Ja, ich bin kein Influencer. Das sieht jetzt nicht so, ist jetzt nicht so, wie es ausschaut. Ich meine, ja, das ist nicht meine Tasche. Tut mir auch wirklich leid. Also, das ist meine Tasche. So. Ich hab in Social, ich verfolge dich Tag und Nacht. Alles, was du machst, das weiß ich. Und ja. Ich habe halt gehört, dass du heute hier bist. Und ich wollte unbedingt irgendwas mitnehmen, was mich an dich erinnert. Und dann habe ich nur deine Tasche gesehen. Ich war auch eben kurz im Kursraum drin und habe halt kurz reingeguckt, die Tür aufgemacht und habe dann halt gesehen, okay, nehme ich mal hier kurz ein bisschen was mit, um an Andenken also, zu haben. Moment. Hör jetzt, richtig oder? Kleines Andenken. Was wollen Sie da mitnehmen? Kleidung oder was? Nein, um Gottes Willen. Vielleicht ein Anhänger oder sonst was, ich weiß nicht. Auf jeden Fall irgendwas, ja, oder, was mich an sie erinnert. Ich meine, ich habe ja hier schon... Ich bin ein richtiger Fan. Das hat wirklich Stil, ne? Ja. Also, Wahnsinn. Jetzt ist nur die Frage... Trotz seines Stils, ich hätte gerne mal Ihren Ausweis. Das Problem ist ja immer noch nicht gelöst. Also Sie, Frau Meine, ist das richtig? Ja, richtig. Also ich stelle das nicht, dass Sie... Ich kann mich auch Niki nennen. Ich nenne Sie auch gerne Niki. Wenn, das stört Sie nicht, dass er an Ihrer Tasche war, oder also, ich finde es jetzt schon ein bisschen komisch, aber gucken Sie sich ihn noch mal an, ja. Wie er gekleidet ist. Also, das ist ja immer Wahnsinn. Ist eher erzählt. Okay, ich verstehe. Also, sehen Sie, das meine ich. Ich habe das verstanden. Okay. Tun Sie mir Gefallen, einmal durch die Nase atmen, bitte. Spreiten Sie einmal die Arme, bitte, Kollege, und ich möchte Sie gerne einmal abtasten. Ja. Das Handy der Influencerin findet Paul Richter zwar nicht bei dem Fan, dafür ermitteln Paul Richter und Holger Detlefsen aber einen wichtigen Hinweis. Ah. Hier, ich kann Ihnen das... Ein Selfie zeigen. Gemacht mit ihr, ja? Ja, ich war ganz nah an ihr dran. Ah, aber auf dem Selfie ist noch was zu sehen. Komm mal her, Paul. Schon was Besonderes für Sie, oder was? Ja, klar. Darf ich mal die Hand nehmen? Ja. Ist das nicht der da? Der da liegt? Wie heißt er? Herr Theis. Herr Theis. Da liegen doch die Handys. Kann ich hier reinzoomen, ja. Da ist der Käfig. Ja. Ja. Dann ist der Herr Theis am Käfig. Dann sprechen wir ihn noch mal an. Also, eine Frage habe ich noch. Waren das Ihre oder sind das Fans? Nein, das sind meine. Die habe ich extra gemacht für Sie. Gut. Das machen nämlich Fans aus. Die Polizisten fragen sich, warum der Kursteilnehmer das Smartphone des Social Media Stars stehlen sollte. Wo ist mein Handy? Hey. Was soll das? Was denn? Beruhigen Sie sich mal ein bisschen. Ich brauche das Handy. Das ist meine Existenz. So, einmal also, zurück. Ich hab das Handy. Nee, Sie wissen doch, wie wichtig das für mich ist. Sie waren. Darf ich reden kurz? Wir haben gerade ein Foto gesehen, da haben wir Sie im Hintergrund erblicken können, wo Sie am diesem Handy-Tresor rumhantiert haben. Mir ist eine Splitter. Ich würde ganz gern einmal wissen, was Sie da eben dann gemacht haben. Ja, ich muss doch mein Handy noch einschließen. Dann schließen Sie selber ein. Der Schlüssel liegt doch daneben.
Ist das so üblich, dass die Herrschaften ihre Handys selber anschließen? So habe ich das nämlich auch verstanden. Der Schlüssel liegt nur da, damit zum Beispiel... Den Raum kann er ja nicht verlassen haben, oder? Aber irgendwie... Und das Handy hat er ja irgendwo hingehabt. Also irgendwie muss das Handy ja weg sein. So, sollen wir sie durchsuchen oder sollen wir hier absuchen oder wollen sie uns ein bisschen was erzählen? Ich bin Bauleiter auf dem Bau. Ja. Und meine Kollegen, die denken, ich bin jetzt hier am Pumpen, mach Bodybuilding. Ja. Und dann schäme ich mich natürlich. Sie hat ja ein Foto hochgeladen und ein Video. Und in den Medien wird das hochgeladen. Meine Mitarbeiter, sehen mich dann da als Yoga. Und das ist, wäre schlecht für, das wäre schlecht für die Reputation. Ja. Ach, und dann nimmt man einfach das Handy oder was? Wo ist denn das? Sowieso hochgeladen. Wo ist denn das Handy? Ja, das ist mein Job. Wo ist denn das Handy? So was können Sie mir doch nicht antun. Danke. Wollten Sie nicht was gehen? Was sollen denn meine Kollegen sagen, wenn die mich sehen? Zeigen Sie mal das Handy bitte. Nee, jetzt wirklich? Das so, jetzt du hast mich doch hier hingeschleppt. Herrschaften. Du hast mich doch hier hingeschleppt. Ja, du hast doch gesagt, du bist immer so gestresst. Jetzt ist es gut. Ich möchte jetzt das Handy sehen, bitte. Holen Sie es bitte einfach raus. Bleiben Sie mal zurück gerade. Holen Sie es mal raus. Eine Sekunde. Ja, ist Ihr Handy, ne? Ich hab einen Herzinfarkt. Und ich erst. Oh mein Baby. Versuchen Sie es mal einzuschalten. Mann, ey, wie soll das jetzt... Also, Schaden dran, ne? Wie soll ich denn jetzt Videos machen? Gehen Sie bitte einmal darüber, ich lasche jetzt einfach drüber. Die Qualität ist jetzt nicht mehr gut. Okay, das heißt, das Handy... Zeigen Sie bitte einmal nochmal. Was hast du dir dabei gedacht? Ey, unglaublich. Daher resultieren auch die Scherben. Wie kam es zum Bruch des Displays? Ich habe den Schlüssel gesehen, habe ich das aufgeschlossen, habe das Handy genommen und zerstört. Das ist Sachbeschädigung! Ja gut, aber da haben Sie ja die Bilder auch nicht mit gelöscht. Ne? Genau, danke! Ich brauche einen Ausweis von Ihnen. Haben Sie einen Ausweis Herr Pauli. In Ihren Taschen oder irgendwo dabei? Machen wir gleich. Ne? Okay. Sie haben Sachschaden verursacht. Theoretisch kann die Dame Anzeige erstatten. Das ist ja kein minderer Wert. Ja, die Telefone sind ja teuer. Aber hallo, werde ich eine Anzeige erstatten? Also das geht ja gar nicht. Liebelein, jetzt wird mal gerade runtergefahren, okay? Handy ist ja zurück, was an Daten drauf ist, hören Sie bitte zu, was an Daten drauf ist, kann man ja retten. Die Qualität bleibt ja gleich. Ja, das hoffe Sie können ich. Jetzt keine neuen Bilder machen im Moment, aber was Sie an Ausfällen haben, können Sie ja geltend machen. Der Ehemann wird wegen Sachbeschädigung und Diebstahls belangt. Geil. Ach du Scheiße. Was ist denn mit dem Auto los? Ja, deswegen Jule, warte mal. Das habe ich eben nach der Schule hier auf dem Lehrerparkplatz so vorgefunden.